Gleisenia High School, ja, ja, ja. Du, aber es ist eigentlich, ich darf schon du zu dir sagen, gell? Ja. Du, es ist einmal ganz interessant, wenn man auch einmal die Bürgermeistergattin da hat, gell? Seitdem dein Mann Bürgermeister ist, wirst du wahrscheinlich nicht mehr so viel von ihm haben, oder? Nein. Gell? Der ist immer unten. Freue ich mich jetzt, dass ich jetzt wieder 3 Monate daheim habe. Ja, das ist natürlich. Du, schön, dass es den Fasching gibt, gell? Da hast du dann 3 Monate. Aber heuer ist er sehr kurz. Wir haben den Urlaub ein bisschen verkürzt. Der ist ja am 8. oder 9. Februar ist er schon wieder vorbei. Also heuer musst du ein bisschen weniger Urlaub machen, aber nächstes Jahr wird er wieder länger. Ja, lieber Wolfgang, wir sind ja. Ich konnte es jetzt, das darf ich normalerweise gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wie alt wir sind, aber. Irgendwo zwischen 45 und 50 Jahren, irgend sowas kommt die Gleisenia hin. Das ist eine Schande, wenn der Hofmarschall das nicht weiß. Du bist jetzt, hast du gesagt, seit 7,5 Jahren Bürgermeister, habe ich, hast du das letzte Mal ausgerechnet. Ja. Und ich habe das ja vorhin auf der Bühne schon gesagt, uns freut das wahnsinnig, dass wir hier die Hochburg haben. Wie siehst du eigentlich den Fasching in Unterhaching? Weil es ist ja schade, dass der Fasching immer wieder auferlebt werden muss. Ja? Ich habe jetzt gerade ein Gespräch gehabt mit 2 alten Hasen aus dem Fasching. Und da haben wir darüber gesprochen, dass die meisten ja meinen, dass sie sich verkleiden müssen im Münchner Fasching. Wie siehst du das? Man kann doch eigentlich so auf den Fasching eingehen, oder? Ja, man kann so auf den Fasching eingehen, aber es ist ja viel schöner, wenn man sich verkleidet. Ja, aber es ist, ja, das kann, aber ich finde, das kann jeder selber für sich entscheiden. Ich glaube, es ist einfach schade, dass die meisten halt meinen, sie müssen sich verkleiden. Ja? Und es gibt ja auch viele Schwarz-Weiß-Bälle, wo man halt im Fasching feiern. Und man muss nicht immer unbedingt im Kostüm. Ich glaube, das wissen viele Menschen nicht. Und darum bleiben sie auch dem Fasching fern. Weil ich finde den Fasching einfach toll. Wie siehst du das? Ich finde den Fasching spitzenklasse. Weil das ist was, was wir ganz dringend brauchen. Und der Präsident hat es ja heute schon mal gesagt gehabt, das gehört einfach zur Tradition mit dazu. Es gehört zur Tradition dazu, sonst hättest du gar keinen Urlaub. So ist es. Wolfgang, genau. Bleib uns noch lange treu in München im Unterhachinger Fasching. Schön, dass du da bist mit deiner Frau. Genieß die 3 Monate, die du jetzt Urlaub hast, gell? Ich hoffe, sie machen da nicht alles kaputt, bis du zurückkommst. Nein, ich habe ganz großes Vertrauen zu unserem Prinzenpaar, dass die das sehr gut machen. Und wir haben uns ja im Fasching auch aufgeteilt. Meine Frau wird wieder den Almrockball besuchen und ich freue mich dann schon wieder aufs Faschingstreiben im Ortszentrum. Ja, wunderbar. Da freuen wir uns, dass ihr kommt. Schön, dass ihr da seid. Noch einen schönen Abend und lasst euch euren Cocktail. Was trinkst du gut? Das ist was nicht Alkoholisches. Ja, das für den Bürgermeister gehört sich das auch. Okay, lasst es euch schmecken. Okay? Also, ciao.